Drachen segnen alle. Nun, ein anderer in meiner Situation würde jetzt gerade nicht lachen. Ein Gottloser, der würde nicht lachen. Der hätte jetzt gerade nichts zu lachen. Ja? Ich habe größere Fehler jetzt gemacht. Oder war es doch der Plan des Herrn? Und ich verstehe es noch nicht. Ja? Ich bin jetzt ziemlich weit unterwegs. Nach 9 Stunden ab hier und ich bin schon 1 Stunde unterwegs jetzt. Wenn du so lange unterwegs bist und da irgendein Fehler geschieht, das musst du büßen. Das musst du büßen, das sage ich dir. Ab da wird es ganz kritisch, ja. Da denkst du dir, ach, was jetzt? Ja, soll ich zurück? Soll ich aufgeben? Soll ich weiter? Ich habe in meinem Herzen so bekommen, ich muss weiter. Das ist aber nicht einfach. Weil eigentlich ist alles, was vorbereitet war, jetzt zunichte, der Hinweg. Da muss ich noch neu organisieren alles. Die Frage ist nur, weshalb? Hm? Wieso? Betrachtet der Herr vielleicht, also nicht, dass du mich richtig verstehst, nicht, dass ich jetzt sagen möchte, ich würde die Gedanken des Herrn verstehen. Ja, seine Gedanken sind nicht unsere, seine Wege sind nicht unsere, ja. Er ist überall im Hoch, überall ist komplex, er weiß alles besser. Aber, was soll ich tun, außer dem Herrn zu vertrauen? Der Herr hat dies alles vorbereitet, vor langem schon. Das ist keine neue Sache, dass ich da jetzt geplant habe und unterwegs bin. Das ist am längsten geplant, am besten geplant. Nicht von mir, sondern vom Herrn. Und nicht von mir allein so durchgeführt, sondern von mehreren Personen. Ja? Nun, ich lasse mich nicht aufhalten. Ich habe zwar Audios gemacht, den Geschwistern, dass ich da jetzt nicht mehr hinkommen kann, aber gleichzeitig während dem Audio habe ich schon erhalten, weiter, ja, also auf die Art, weiter geht's. Wenn der Herr die Türe da vor dir geöffnet hat, der Herr führt es zu Ende, was er angefangen hat. Niemand schließt die Türe zu, die der Herr geöffnet hat, merke dir das. Auf keinen Fall wird das geschehen. Wenn der Herr eine Türe vor dir auftut, zur Verkündigung, zur Mission, für was auch immer, was es auch Gutes ist, was der Herr dir gegeben hat, diese Türe wird nicht geschlossen. Weder von einem Menschen, noch vom Feind. Ja? Merke dir das. Und das meine ich im Ernst. Das sollst du in deinem Herzen behalten. Der Herr führt, nicht der Mensch. Ja? Der Herr bereitet alles vor, nicht der Mensch. Du musst dich nur dem Herrn hingeben und er wird es vollbringen durch dich und durch andere um dich herum. Ja? Gebe Acht darauf, welche Schritte du tust, wenn solche Situationen auftreten, wie ich jetzt drin bin. Ich habe meinen Zug verpasst. Ich bin am falschen Ort ausgestiegen. Ich hatte den Plan von nächster Woche in meinem Kopf. Ich hatte extremste Anfechtungen und Angriffe. Der Feind hat getobt und getan. Ja? Ich habe hochgerechnet vielleicht 3-4 Stunden geschlafen. Und das nicht in aller Ruhe oder so irgendetwas, sondern jetzt wäre ich auf dem Schlachtfeld, ja. Und der Feind hat um mich herum auf den Minen getanzt, könnte man sagen. Ich habe Gewaltiges erlebt in der Nacht und das war nicht schön. Ja. Gab auch interessante Situationen, die waren himmlisch, aber die kann ich nicht genau erklären. Aber andere Situationen, die ich hatte in der Nacht, die waren krass. Aber ich bin dankbar für dies alles. Ich weiß, der Feind gefällt es nicht, was ich vorhabe, was der Herr mir vorbereitet hat. Der Feind tobt, der Feind bekämpft, der Feind versucht. Ja? Er treibt dich in die Enge, er darf. Du musst dir das immer im Klaren sein, er darf. Aber mehr darf er nicht. Dich aufhalten kann er nicht. Es kommt auf deine Reaktion darauf an. Was ist nun, wenn es schwierig wird? Kehre ich zurück oder gehe ich weiter? Was machst du dann? Wenn die Weichen umgestellt werden, was machst du dann? Wo geht's dann hin? Machst du einen Rücktritt? Oder hast du verstanden, dass der Herr dir vorangeht und du vielleicht einen neuen Billett kaufen musst durch deine Torheit? Ich muss einfach einen neuen Billett kaufen. Jetzt muss ich über 1 Stunde hier bleiben. Ja? Und ich muss wirklich zu Kräften kommen. Ich merke schon, dass ich nicht wach bin.
Ja, weil ich habe den Billett mehrfach angeschaut. Wo muss ich umsteigen? Trotzdem habe ich es nicht geschafft. Und es war eine eigenartige Art von Zustand, wo ich falsch raus bin. Billett, kein Umtausch. Ja? Rückweg ist noch gesichert, das ist kein Ding. Aber Hinweg ist dahin. Jetzt geht die Fahrt noch 9 Stunden fast. Ich bekomme fast eine Krise, wenn ich nicht wüsste, dass ich so Freude im Herzen habe und das vom Herrn kommt. Ich hätte dann so eine große Krise. Es wird interessant, das Ganze, ja. Ich bin lange Zeit nun weg, bis Dienstagabend. Ja. Das wird gewaltig und man wird schon, ich hoffe, man wird von mir hören. Wenn man nichts mehr von mir hört, dann war es das, aber dann bin ich beim Herrn, das kannst du sicher sein. Aber das heißt, ich werde die Videos wahrscheinlich auch erst hochladen können, wenn ich zurück bin am Dienstag irgendwann. Also wenn man irgendwann Dienstagabend nichts von mir hört, dann könnte sicher sein, man wird auch nichts mehr von mir hören. Ja, diese Möglichkeit besteht. Aber ich mache mir da keine Gedanken. Der Herr behütet und beschützt mich und wenn es sein Wille ist, dass ich da drauf, also drauf gehe, wenn ich da zum Herrn rüber soll, dann wird das so sein. Die Möglichkeit besteht. Ja? Die Möglichkeit besteht. Aber ich mache mir da keine Sorgen, sondern es sind einfach die Gedanken, die man auch haben muss, bereit sein, dass es wirklich so kommen kann. Ich hätte niemals gedacht, dass ich da irgendwie so falsch umsteige oder so. Nie. Nein. Kann alles geschehen. Sei bereit für dies alles auch. Ja? Aber vertraue dem Herrn in solchen Situationen ganz genauso. Nicht auf den Menschen, nicht auf die Situation achten, sondern die korrekte Einstellung darauf, dass der Herr dir vorangeht. Ja? Wir kennen alle Möglichkeiten. Wir kennen die Möglichkeiten, die wir haben. Ja? Du musst vielleicht draufzahlen und so. Aber wieso habe ich denn so eine Freude in mir? Ich habe die Ruhe und die Freude. Jetzt trinke ich meinen Kaffee, Macchiato, und ruhe mich kurz aus und dann kommt der Zug schon. Ich muss nur noch eine Stunde warten. Und dann geht es los. Das wird interessant. Ich sage erst dann, wenn ich dort angekommen bin, wo ich die Mission dann machen darf. 3 Tage lang. Es wird super. Ich freue mich so sehr. Halleluja. Ich hoffe, es ermutigt dich und stärkt dich. Mich ermutigt es. Ich habe Freude wie ein kleines Kind. Dabei sollte ich eigentlich nur noch aufschreien und weinen, weil ja, das ist eine kritische Situation. Alles außerhalb vom Plan. Ja. Aber nun, so ist die Situation und ich akzeptiere es so, wie es ist. Und ich weiß, der Herr führt zu Ende, was er auch da angefangen hat. Amen.